Was sind ätherische Öle? Ätherische Öle sind sehr, sehr aromatisch, gut duftende Öle. Diese Öle können auf verschiedene Art gewonnen werden. Werden zum Beispiel Zitrusfrüchte gebrannt, so hat man viel ätherische Öle durch die Destillation bzw. die Verwendung der Schalen und Fruchtfleisch. Wird zum Beispiel ein Lavendel in Wasser angesetzt und destilliert, so wie es in der Parfümindustrie gemacht wird. Man kann natürlich Wasser und Lavendel destillieren, beziehungsweise man kann Alkohol und Lavendel destillieren. So werden auch ätherische Öle gewonnen, die eben für die Parfümindustrie verwendet werden. Ätherische Öle entstehen auch bei der Destillation von Weinhefe. Öle sind eben sehr aromatische Inhaltsstoffe eines Produktes, beziehungsweise einer Frucht, beziehungsweise eines Basisproduktes, die eben die Aromatik eines Produktes bestimmen und die hauptsächlich, wenn man das Beispiel Zitrusfrüchte wieder nimmt, sehr, sehr flüchtig sind und deswegen als erstes auch in einem Produkt beschrieben werden, weil sie am leichtesten aufsteigen, weil sie leicht flüchtig sind und weil sie leicht erkennbar sind. Als Amuse-Gueule serviere ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS.tv oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.